Hallo und gehen wir erstmal auf das Spielgang, damit es weitergeht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Und wir sind auf jeden Fall jetzt auf der Siegesstraße. Und ich fand gerade sehr interessant, dass es hier einen Rihorn gibt. Auf jeden Fall setzen wir mal einen Superschutz ein. Und wir wollen jetzt in diesem Part noch zur Pokémon Liga kommen. Jetzt ist die Frage, wo ist der Topschutz? Hier haben wir nur einen Superschutz. So. Ich denke mal, wir sollen hier durch die Höhle. So, da fallen wir mal nicht runter. Und nehmen so gut wie jeden Trainer mit. Ich denke, wir sollten jetzt Pokémon auf Level 50 bringen. Wobei wir fast alle schon auf Level 50 haben, von daher ist das, denke ich, nicht so das Problem. Jetzt haben wir natürlich immer noch Drachenpuls dabei. Sollten wir nach Möglichkeit bald wieder ändern. Obwohl es auch sein kann, dass Killian das mit einer TM erlernt hat, die andere Attacke. Und die haben wir ja nicht mehr. So, mal schon mal besiegt. Und weiter geht's. So. Hier sind überall noch Items versteckt. Jetzt könnte ich natürlich mich auf die Suche danach begeben. Das machen wir erstmal nicht. Jetzt auf jeden Fall die Trainer mitholen. Solange wir auch auf Trainer treffen, wissen wir auch, dass wir richtig sind. Von daher können wir gar nicht so viel falsch machen. Palim Palim ist, so viel ich weiß, ein Geist-Pokémon. Und das sollte Unlicht doch nützlich sein. Oder so ein Psycho-Pokémon, das kann auch sein. Oder ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Psycho-Pokémon ist und kein Geist. Was wir finst, auch sehr leicht zu besiegen. Sieht aber ziemlich cool aus. Finsterfaust tut uns nicht so sehr weh. So, Nick wäre auf Level 50. Nick bleibt vorne. Ich will nur kurz mal nachschauen, was die anderen. Ah, okay. Hat sich erledigt. Sollten wir mit einer Aurasphäre ganz gut bekämpfen können. Wenn nicht, mache ich nochmal Finsteraura. Ja. So. Wir müssen eh erstmal nach oben schwimmen, dann können wir auch gerade gucken, was dort oben versteckt ist. Hier gibt es einen Wasserfall. Wir wollen aber erstmal hier an das Item. Und dann den Trainer natürlich besiegen. Und ein Rizeros. Wäre jetzt natürlich ganz cool. Es wäre ganz cool, wenn ich den Satz beenden würde. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass der Satz, den ich aussprechen wollte, keinen Sinn ergibt. Also habe ich es einfach sein lassen. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass nicht so viele Trainer auf uns warten, weil ich habe keine Lust, 30, 40 Minuten jetzt noch einen Part aufzunehmen.
nur um in diesem Part noch bis zur Pokéliga zu kommen. Wie ich weiß, sollte Kampf nicht so effektiv sein und bei Unlicht bin ich mir nicht sicher. Deswegen benutze ich einfach Drachenpuls, weil da kann ich ziemlich sicher sein, dass es zumindest ins Normal trifft. Ich meine, zwei Angriffe haben ja eh gereicht. Okay, da unten kommen wir her. Dann gab es da unten noch irgendwas. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da hoch surfen müssen. Obwohl, so wie es aussieht, ist es hier doch richtig. So, wir holen aber jeden Trainer mit, deswegen auch die zwei. Ein Lumineon und Galoppa. Das Wendigo natürlich schlecht. Wir können aber es so machen, weil Wendigo sollte das eigentlich sehr gut wegstecken können. Oder ein einmal Rasierblatt. Dann sollten eigentlich beide besiegt sein. Okay, ein Volltreffer, dann ist es sowieso besiegt. Lumineon sollte es gerade. Okay. Überlebt es eigentlich ziemlich gut. Ich denke, wir machen Drachenpuls jetzt wieder weg. Andererseits frage ich mal einfach kurz Kilian. Ob wir die. Ah, obwohl, ich erreiche ihn jetzt schlecht. Sollen wir die erlernen? Die ist physisch. Und Drachenpuls sollte spezial sein. Haben wir spezial. Und hier spezial. Wir haben mal physisch. Die ist aber schwächer eigentlich. Aber ich denke, wir machen den mal rein. Ich meine, Drachenpuls, scheiß mal drauf. Brauchen wir eh nicht so unbedingt. Und damit haben wir auf jeden Fall, falls wir in der Pokéliga jemals brauchen sollten, eine Attacke, die zuerst trifft. Und Lumineon haben wir auch besiegt. Und wie gesagt, wir können alte Attacken immer noch den Pokémon wieder beibringen, falls wir der Meinung sind, oder falls Kilian der Meinung ist, dass das so nicht passt. Machen wir Neo nach vorne. Und Sonderbonbon. Lohnt sich, war aber definitiv nicht der richtige Weg. Hätte man sich aber auch denken können. Schutz wirkt nicht mehr, dann kommt ein neuer rein. So, die laufen wieder. Zum Glück ist Kaskade keine schwache Attacke. Dachte ich früher zumindest in den früheren Teilen, dass sie nicht so stark sei. Und deswegen habe ich die immer ganz ungern meinen Wasser-Pokémon beigebracht. Und da hätten wir Drachenpuls. Also hat sich eh erledigt, falls wir kein Turbo-TM wollen, können wir es auch als TM wieder beibringen.
da sollten wir wahrscheinlich Knirscher. Ich versuch's mal. Wenn nicht, Kaskade bringt es auf jeden Fall was. Bringt auf jeden Fall was. Ich war mir nur nicht sicher, was für ein Typ das ist, aber ich glaube, das ist ein Drache. Oder nur ein Flug. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Das ist nicht sehr effektiv. Dann sollten wir es. Initiative steigt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schneller als wir. Okay, ist es, aber es macht nur Drachentanz, dann ist egal. Solange das Angriff, solange der Angriff nicht erhöht wird, wird uns das Vieh, also, na klar, der Angriff wird erhöht, aber solange es uns nicht angreift, mit erhöhtem Angriff wird es uns nicht gefährlich. Und es ist ein Traumprofi, also ist eigentlich ziemlich sicher, dass es ein Drachen-Pokémon war. Dann können wir auch Eisstrahl benutzen. Wollte ich nur beim ersten Vieh noch nicht, weil wir auch nur noch viermal Eisstrahl benutzen können. Klingensturm zu erlernen. Was kann Klingensturm? Oh, Volltrefferquote, okay. Bringen wir mal nicht bei. Ganz auch aus dem Grund. Playthrough denke ich, ist es eine Verschwendung, einen Angriff rauszuhauen, um vielleicht einen Volltreffer zu landen in der nächsten Runde. So, da oben gab's, unten gab es wahrscheinlich auch was. Ne, da ist nur eine Abkürzung, okay. Siegesstraße. So. So, Porygon sollte eigentlich auch relativ einfach mit Eisstrahl besiegen zu sein, aber ich versuch's mal mit Kaskade erstmal. Oh. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Vielleicht überleben was? Sehr unwahrscheinlich. Überhaupt gar nicht wahrscheinlich. Ich habe gehofft, vielleicht macht es der Levelunterschied aus. Aber wie zu erwarten, macht das nicht. Wenn Porygon Donner kann, dann gehe ich, glaube ich, mal davon aus, dass es das auch ein Psycho-Pokémon ist. Impoleon. Na, da wechseln wir auf jeden Fall. Holen wir Chris rein. Funksprung. Tangulus. Wenn das das Vieh ist, was ich glaube, dass es das ist, sollte Wupan wieder gut sein. Das ist doch die Weiterentwicklung von Tangela, oder? Ja. Blattgeißel, okay. Scheint eigentlich ordentlich Schaden zu machen. Also ich meine, es ist bei uns nicht effektiv, aber trotz allem hat es
gar nicht so wenig abgezogen. So, gab's da unten was? Achso, Moment, geht's ja schon weiter. Dann gehen wir doch erstmal das Item da hinten holen. Ein, zwei Trainer werden wir wahrscheinlich eh nochmal antreffen. Da unten die zum Beispiel. Zu der sollten wir eigentlich nicht mehr kommen. Die haben wir, glaube ich, schon besiegt. So, da unten gab es einmal den Kraxler zum Benutzen. Haben wir den dabei? Ja. Achso. Moment. Ah, egal. Da oben wird noch irgendwas gewesen sein. Nein. Wir wollen hier Stärke benutzen. So. Das ist den einmal. Und den hoch. Finsteraura. Okay, das sind eigentlich. Hier finden wir ziemlich viele Attacken, die Lucario kann. Da unten könnte aber auch noch was sein. Ah, hier geht's weiter, okay. Ne, Moment, 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 Moment. Doch, da unten geht's, glaube ich, weiter. So, Fahrrad haben wir hier. Warum das Fahrrad? Egal, rennen wir halt. Passt schon. Beutel, nochmal einen Schutz. Bin mir gar nicht sicher, wo wir die Schafklaue hier haben. Okay. Buckeliger, dann kommen wir da rein. Ich denke, da wird ein legendäres Pokémon sein. Weil normalerweise sind sonst keine Türen so spät noch versperrt. Und der nächste Trainer. Ein Drachenprofi schon wieder. Machen wir uns erstmal mit der Aeroas. Scheint mir am sinnvollsten nämlich zu sein. Wablu lassen wir auch mal drin. Wablu war das Flug-Pokémon von vorhin, glaube ich. Ja, die Vorentwicklung. Versuchen wir mal die Kreuzschere. Ne, war klar. Ich dachte schon, das wäre jetzt ein Problem. Knacksel, dann lassen wir das noch einmal drin. Ich denke, den können wir auf jeden Fall noch platt machen mit Wendigo. Dann ist Level 50 und dann ein bisschen was austauschen. Weil normal macht uns Knacksel nicht so viel Schaden, als dass er uns besiegen könnte. Je nachdem, wie stark die Drachenklaue jetzt ist. Dann tauschen wir aus. Wupan ist eh noch Level 49. Das sollten beide 50 werden jetzt normal. Der hat ziemlich viel Damage gemacht.
Ich versuch's mal mit Tempo-Heaps schnell zu benden. Ging leider nicht. Okay, dann macht Schaufler. Das heißt, Wupan wird besiegt. Außer ich benutze einen super. Einen Top-Hypertrank. Hypertrank, okay. Obwohl, wir sind auch so, glaube ich, besiegt, dadurch, dass wir einen Kampftyp in uns drin haben. Ah ne, okay, passt. Wir sind aber schneller als er. Versuchen wir es mit Feuersturm. Ja, okay. Dann kommt halt Nick rein. Obwohl Nick wahrscheinlich auch ziemlich schwer getroffen wird. Und Finster Aura trifft zu 100%. Das reicht hoffentlich. Trainer kommt, müsste ich heilen, aber das wird es wahrscheinlich nicht machen. Und wir sind an der Pokémon-Liga. So. Kann mal reingehen. Einmal die Pokémon heilen. Dann haben wir es geschafft. Schutz wirkt auch nicht mehr. Dann speichere ich hier. Und dann gibt es in der nächsten Folge wieder. Dann sind wir wieder zusammen, weil wir die Pokémon-Liga immer zusammen machen. Also sage ich auf Wiedersehen und viel Spaß bei der nächsten Folge. Tschüss.